Ist es schwer, das Rauchen aufzugeben? Im Gegenteil. In Wirklichkeit bist du schon Nichtraucher. Vielleicht wunderst du dich jetzt über diese Aussage und denkst, aber ich habe doch noch gar nicht aufgehört. Doch, das hast du. Und zwar in deinen Gedanken. Denn warum sonst hast du diese Hypnose geklickt? Du hast sie geklickt, weil dein Geist weiter ist als dein Körper. Dein Unbewusstes, das hat den Entschluss gefasst, das Rauchen aufzugeben. Und dieser Befehl deines Gehirns, deines Kopfcomputers, der muss jetzt nur noch von dir im Alltag umgesetzt werden. Und diese Hypnose versetzt dich in die Lage, das mit einer spielerischen Leichtigkeit zu schaffen. Hör mir einfach zu, jede Nacht vorm Einschlafen oder jeden Tag beim Entspannen, und du wirst endlich Nichtraucher werden. Mein Name ist Martin Wehrle, und wenn du magst, kannst du dich auch jeden Tag des Jahres mit Selbstbewusstsein und Willensstärke versorgen, und zwar durch meine 365-Tage-Challenge. Den Link zu den kostenlosen Testwochen, den findest du unter diesem Video. Es gibt eine alte Psychologenregel, und diese Regel besagt, eine Sucht kann man nur dann beenden, wenn man sie selbst erkannt hat. Wir alle kennen Menschen, die zum Beispiel ein Problem mit Alkohol haben, es sich selbst aber nicht eingestehen. Ich trinke nicht zu viel, so ein Quatsch. Wer so denkt, kommt aus seiner misslichen Lage nicht raus. Aber du bist jetzt einen großen Schritt weiter, bezogen auf das Rauchen. Denn du hast diese Hypnose geklickt, weil du dir eingestehst, jawohl, ich rauche zu viel, es tut mir nicht gut, und ich will das verändern. Mach dir die Kraft dieses Satzes einmal bewusst. Ich will das verändern. Ich frage dich, wer sollte dich daran hindern, diese Entscheidung umzusetzen? Du allein bestimmst, was du in deinem Leben tust und was du nicht tust. Du allein bestimmst, was du anzündest oder nicht anzündest, einatmest oder nicht einatmest. Du sitzt am Steuer deines Lebens, und du gibst die Richtung vor. Jetzt könntest du natürlich sagen, aber besteht eine Sucht nicht gerade darin, dass ich die Kontrolle über meinen Willen verloren habe? Dass ich Dinge tue, die ich gar nicht tun will? Wenn du so denkst, habe ich eine richtig gute Nachricht. Eine Sucht ist das, was du dafür hältst. Hast du nicht schon von ganz vielen Menschen gehört, die das Rauchen über Nacht aufgegeben haben?
Mein Vater zum Beispiel nahm sich vor vielen, vielen Jahrzehnten an Silvester vor, mit dem Rauchen für immer aufzuhören. Bis dahin hatte er geraucht wie ein Schlot. Sein Körper war also ohne jeden Zweifel abhängig, aber seine Willenskraft, das Rauchen aufzugeben, war viel, viel stärker. Bis heute hat er keine Zigarette mehr angerührt. Und jetzt frage ich dich, warum sollte dir das nicht auch gelingen? Ganz viele Menschen haben es geschafft, sich für ein gesünderes, erfreulicheres, durchatmenderes Leben zu entscheiden. Es war keine Frage des Körpers, sondern es war eine Frage des Geistes, eine Frage der Entschlossenheit. Und vielleicht spürst du schon, dass genau dasselbe für dich zutrifft. Es braucht nur eines, nämlich deine Entscheidung, nichts weiter. Wenn du dich dafür entscheidest, mit ganzem Herzen entscheidest, dann klappt es auch. Wenn du aufhören willst, wirst du aufhören. Du tust im Leben immer das, was du am meisten willst. Wenn dein Wille, aufzuhören mit etwas, stärker ist als dein Wille, das alte Verhalten fortzusetzen, dann wirst du jedes, wirklich jedes Laster los. Ich werde dich jetzt Schritt für Schritt dahin führen, dass du ein rauchfreies Leben beginnen kannst. Ein Leben, in dem du durchatmen kannst. Ein Leben, in dem du jeden Tag etwas für deine Gesundheit und für ein längeres Leben tust. Wenn du diese Hypnose gehört hast, wirst du auf einmal über die Kraft verfügen, deinen innerlich schon längst gefällten Entschluss endlich, endlich umzusetzen. Denn deine Willenskraft ist viel, viel größer, größer, als du es für möglich hältst. Ich will dir das am Beispiel eines Elektroingenieurs verdeutlichen. Der Mann war Ende 50 und er hatte sein Leben lang jenes Laster gefrönt, das du gerade loslassen willst. Er dachte, er konnte gar nicht ohne. Den ganzen Tag lang konnte er nicht ohne. Aber dann saß er eines Tages beim Arzt und dort wurde eine seltene Lungenkrankheit festgestellt. Es war nicht Krebs
aber dennoch war es bedrohlich. Der Arzt sagte ihm voraus, dass er, wenn er sein Laster nicht aufgibt, in den nächsten 5 Jahren bis zur Bettlägerigkeit erkranken könnte. Denn ihm würde immer mehr und mehr die Luft wegbleiben. Aber weil der Arzt ein kluger Arzt war, sagte er noch dazu: Aber wenn Sie Ihr Laster aufgeben, wenn Sie gesund leben und viel Sport machen, dann werden Sie das jetzige Niveau Ihrer Gesundheit vielleicht noch bis ins hohe Alter erhalten können. Mach dir das einmal bewusst. Da stand dieser Mann vor der Alternative, ob er sein Laster weiter frönen und sein Leben vorzeitig beenden sollte, oder ob er sein Laster ablegt und ein gesundes, ein erfülltes und ein langes Leben führt. Wie hättest du dich entschieden? Hättest du das Laster vorgezogen? Oder hättest du unter diesen Umständen deine Willenskraft so geballt, dass du aus dem Teufelskreis endlich rausgekommen wärst? Ich wette mit dir, du hättest dasselbe wie der Ingenieur getan. Denn der Schrecken dieser Prognose, der saß so tief in seinen Knochen, dass er jedes Mal, wenn er nun seinen Laster wieder pflegen wollte, dass er jedes Mal zurückschreckte. Denn in sein Gehirn, da hatte sich das Bild eingebrannt, wie ein bettlägeriger Pflegefall sein würde. Er konnte sein Laster nicht mehr frönen. Er wollte es nicht mehr. Stattdessen führte er ein gesundes Leben. Er begann, Sport zu machen. Anfangs kam er beim Joggen gerade einmal um den Block. Aber von Woche zu Woche, je weiter das alte Laster hinter ihm lag, von Woche zu Woche wurde er besser und fand er mehr Freude an der Bewegung und an seinem Lebensstil. Er malte sich aus einem gesünderen Leben, einem längeren Leben entgegenzulaufen. Und dieses gesunde und lange Leben war ihm auch deshalb wichtig, weil er für seine Frau und seine Kinder noch so lange wie möglich da sein wollte. Heute, 7 Jahre später, läuft der Mann Halbmarathon. Sein Training hat dafür gesorgt, dass die Lungenkrankheit wieder zurückgegangen ist und seine Fitness den besten Stand seines ganzen Lebens erreicht hat. Und jetzt, ehe ich die Hypnose fortsetze, jetzt lass einmal die folgenden Sätze auf dein Unbewusstes wirken und beobachte genau, was sie in dir verändern.
Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Gesundheit. Ich liebe es, frische Luft einzuatmen. Ich fülle meine Lungen mit purer Energie. Ich genieße meinen frischen Atem. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt. Ich atme jeden Tag freier. Ich bewege mich jeden Tag leichter. Ich lebe jeden Tag noch gesünder. Und alles, was ich einatme, ist frische Luft. Diese frische Luft tut meinem Körper so richtig gut. Diese frische Luft gibt mir alles, was ich brauche. Diese frische Luft füllt mich mit frischem Leben. Ich liebe es, das Leben einzuatmen. Ich liebe es, diese Frische einzuatmen. Ich liebe es, mit jedem Tag fitter und gesünder zu werden. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mein Leben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe meine Lieben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mich selbst. Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Gesundheit. Was meine
meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mein Leben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe meine Leben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mich selbst. Und wenn du jetzt ganz genau in dich horchst, dann wirst du merken, dass es dir genau wie diesem Elektroingenieur ergeht. Auch du stehst vor der Wahl, ob du ein ungesundes und kurzes und womöglich von Krankheiten überschattetes Leben wählst, oder ob du abbiegst in dein gesundes, in dein erfülltes, in dein sportliches Leben. Ein Leben mit langer Perspektive. Auch du stehst vor der Wahl, ob du deine Gesundheit erhalten und dein Leben genießen willst. Ob du noch lange da sein willst für jene Menschen, die du liebst und die dich lieben. Vielleicht spürst du schon, wie in dir eine Entschlossenheit wächst. Eine Entschlossenheit, die du so intensiv noch nie gespürt hast. Denn wenn du Ja zu einem gesunden Leben sagst, wenn du Ja sagst zu positiven Gewohnheiten, wenn du Ja sagst zu einem langen und sehr gesunden Leben, dann fliegen dir auch automatisch die Kräfte zu, um diesen Weg zu gehen, Tag für Tag. Es ist bei dir ganz genau wie bei dem Ingenieur, von dem ich dir erzählt habe. Wenn du dir die beide Möglichkeiten vors Auge führst, dann wird dir auf einmal klar, dass nur der gesunde Weg der richtige Weg für dich ist, der erfüllende Weg für dich ist, der Weg für dich ist, auf den es dich wirklich zieht. Denn tief in dir, da spürst du, dass du leben willst, dass du gesund sein willst, dass du alt werden und deine kurze Zeit auf Erden genießen willst. Denn du bist ein einmaliger Mensch, ein Mensch, wie es ihn in all den Jahrmillionen noch nie gegeben hat. Dein Gesicht ist einmalig. Deine Gedanken sind einmalig. Dein Leben ist einmalig. Es gibt Menschen, die dich lieben. Und je bewusster du dir das machst, dass du dein Leben liebst, dass andere dich lieben, dass jeder Tag auf dieser Erde ein kostbares Geschenk ist,
Je bewusster du dir das machst, desto mehr, mehr, mehr wächst die Kraft in dir, deinen Entschluss umzusetzen. Und vielleicht spürst du schon, dass sich in dir ab heute etwas verändert hat. Denn jedes Mal, wenn du in Versuchung bist, dein altes Laster zu frönen, in jedem dieser Momente wirst du an den lungenkranken Ingenieur denken, an den Mann, der vor der Entscheidung stand, ob er sein Leben und seine Gesundheit wegwerfen will oder ob er sein Leben schöner und sportlicher gestalten und seine Gesundheit fördern und erhalten will. Du denkst jedes Mal daran, dass du die Kraft dazu hast, deine Entscheidung für deine gute Gesundheit, für dein langes, erfülltes Leben umzusetzen. Denn du bist der Herr oder die Frau deines Handelns, denn du kannst entscheiden, was du im Leben tust oder lässt, denn du hast dich bereits entschieden, warum sonst solltest du diese Meditation hören? Du hast dich entschieden, dass du ab sofort einen gesünderen Weg im Leben gehst. Einen Weg, der dich durchatmen lässt und aufblühen lässt und der dich stolz auf dich selber macht. Mal dir dieses Gefühl einmal aus. Du hast es geschafft, endlich geschafft, das alte Laster loszulassen und durch eine gesunde Gewohnheit zu ersetzen. Vielleicht wirst du in den Momenten, in denen du früher die alte Gewohnheit gefrönt hast, etwas so richtig Gesundes tun. Zum Beispiel beißt du in einen Apfel, der deinen Körper mit herrlichen Vitaminen und Energie versorgt. Du beißt in einen Apfel und genießt es, wie dieser Apfel seine Süße in deinem Mund verströmt, einen angenehmen Geschmack. Mal dir aus, wie dieser Apfel mit seiner Süße dafür sorgt, dass sich die Wellen auf dem Meer deiner inneren Angespanntheit legen, dass es ganz ruhig in deinem Kopf wird und du vollkommen entspannt bist. Du wirst staunen, was ein Apfel oder ein anderes Stück Obst alles bewirken kann. Oder du greifst zu einem zuckerfreien Kaugummi und du denkst dir, während du kaust, wie sich die Gesundheit
und die Ruhe in deinem Körper ausbreiten. Es ist erstaunlich, wie leicht es dir gelingen kann, dieses Kauen mit einer vollkommenen inneren Ruhe und Ausgeglichenheit zu verbinden. Du tust dasselbe wie immer. Du beruhigst deinen Geist und du beruhigst deinen Körper. Nur tust du es auf eine sehr, sehr gesunde Weise. Und während du es tust, bist du stolz auf dich selbst, stolz auf deine Entscheidung und stolz darauf, dass du sie so konsequent umsetzt. Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Gesundheit. Ich liebe es, frische Luft einzuatmen. Ich fülle meine Lungen mit purer Energie. Ich genieße meinen frischen Atem. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt. Ich atme jeden Tag freier. Ich bewege mich jeden Tag leichter. Ich lebe jeden Tag noch gesünder. Und alles, was ich einatme, ist frische Luft. Diese frische Luft tut meinem Körper so richtig gut. Diese frische Luft gibt mir alles, was ich brauche. Diese frische Luft füllt mich mit frischem Leben. Ich liebe es, das Leben einzuatmen. Ich liebe es, diese Frische einzuatmen. Ich liebe es, mit jedem Tag fitter und gesünder zu werden. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mein Leben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe meine Lieben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mich selbst. Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Gesundheit. Ich liebe es, frische Luft einzuatmen. Ich fühle meine Lungen. Meinen frischen Atem.
was meiner Gesundheit nützt. Ich atme jeden Tag freier. Ich bewege mich jeden Tag leichter. Ich lebe jeden Tag gesünder. Und alles, was ich einatme, ist frische Luft. Diese frische Luft gibt mir alles, was ich brauche. Diese frische Luft versorgt mich mit Gesundheit. Diese frische Luft füllt mich mit frischem Leben. Ich liebe es, das Leben einzuatmen. Ich liebe es, die Frische einzuatmen. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mein Leben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mein Leben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe, liebe, liebe mich selbst. Liebe, liebe, liebe mich selbst. Und vielleicht wunderst du dich darüber, wie leicht es dir fällt, das alte Laster hinter dir zu lassen. Denn worin genau bestand das Laster? Es bestand in deiner Überzeugung, dass du es brauchst. Und weil du jetzt erkannt hast, dass du ohne viel, viel besser lebst, dass du mit dem Obst viel besser lebst, dass du mit den Kaugummis viel besser lebst, dass du mit kurzen Meditationsmomenten im Alltag viel besser lebst, mit Momenten, in denen du dir bewusst machst, was für ein kostbarer und liebenswerter und einmaliger Mensch du bist, weil du dir all das bewusst machst, würde es dir viel schwerer fallen, das Laster wieder aufzugreifen, als es einfach und für immer loszulassen. Für immer loszulassen. Für immer loszulassen. Lass es los für immer. Lass es los für immer. Es fällt dir ganz, ganz leicht, es für immer, immer, immer loszulassen, loszulassen, loszulassen. Diese Erfahrung machen ganz viele Menschen, wenn sie diese Kurve kriegen. Sie wundern sich, wie es ihnen gelungen ist, all diese Jahre gegen ihre Natur zu leben. Denn es ist viel leichter, viel natürlicher, dass du deinem Körper etwas Gutes tust, dass du ihm etwas Gesundes zuführst, dass du ihm einen guten Geschmack in den Mund zauberst, dass du das tust, was dich innerlich belebt. Und damit du diesen Schritt spätestens ab morgen früh wirklich gehst, solltest du so rasch wie möglich Folgendes tun.
Lass alle Menschen um dich herum wissen, dass du dein Laster aufgegeben und dich für einen gesünderen Weg entschieden hast. Lass es deine Partnerin oder deinen Partner, deine Freundinnen und deine Freunde, deine Verwandten, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Vereinskollegen. Lass es alle wissen. Du wirst staunen, wie leicht es dir fällt, diese Nachricht zu verkünden, denn mit jeder Minute, die du meiner Stimme länger lauschst, auch gleich noch im Schlaf mit deinem Unterbewusstsein lauschst, mit jeder Minute nimmt deine Willenskraft zu, mit jeder Minute wächst deine Sicherheit, dass du es diesmal wirklich umsetzt. Denn du hast erkannt, dass du es in der Hand hast und dass du es wirklich, wirklich willst. Und wenn du es allen sagst, dass du einen gesünderen Weg einschlägst, weil du dir so sicher bist, dass du es wirklich tust, dann wird dich der Anblick all der Menschen um dich herum täglich daran erinnern, dass du diesen Entschluss gefällt hast. Und es wird dir leicht fallen, sehr leicht sogar, in dieses gesündere Leben abzubiegen. Denn du stehst zu deinem Wort, das du dir selbst gegeben hast. Du stehst zu deiner Gesundheit, die du erhalten willst. Und du liebst es, mit jedem Tag tiefer und tiefer durchatmen zu können. Du liebst es, mit jedem Tag fitter, immer fitter zu werden. Du liebst es, in ein langes und gesundes Leben zu gehen, mit Menschen an deiner Seite, die dich lieben und die du liebst. Gut möglich, dass meine Worte in dir eine große Motivation freilegen. Eine Motivation, von der du spürst, dass sie dir Bärenkräfte verleiht. Diese Motivation kann so groß sein, dass du schon morgen früh alles wegwerfen wirst, was du noch mit deinem alten Laster verbindest. Es wird dir eine Freude sein, eine große Freude, all das in den Müll zu werfen. Und wenn du genau in deine Gedanken schaust, dann wirst du jetzt Bilder typischer Situationen sehen, in denen du früher, es scheint dir schon sehr lange her, in denen du früher dein altes Laster gefrönt hast. Sieh diese Bilder, diese typischen Situationen, die Orte
und die Menschen. Sieh alles, wie es immer war. Aber jetzt schau noch einmal genau hin. Denn nun siehst du ein anderes Bild. Nun siehst du dich in den gleichen Situationen. Aber du tust etwas anderes als früher. Du isst Obst zum Beispiel. Oder du kaust Kaugummi. Oder du tauchst gedanklich in eine Meditation ein. Oder vielleicht tust du auch etwas ganz anderes, sehr Gesundes. Du tust etwas, was dir in dieser Situation hilft, ruhig zu werden und den Moment vollkommen zu genießen. Schau dir genau an, was du tust, und beobachte, wie sehr es dir gefällt, dass du diesen neuen Weg eingeschlagen und den alten hinter dir gelassen hast. Woran genau merkst du, dass in dir die Kraft gewachsen ist, in dieses gesündere Leben einzubiegen? Woran genau merkst du, dass du deine Entscheidung auch dann umsetzen wirst, wenn sich andere Menschen dem alten Laster hingeben? Woran genau merkst du, dass diese Hypnose etwas tief, tief in dir verändert hat? Woran genau merkst du, dass es dir ab sofort nicht mehr möglich sein wird, den alten Weg zu gehen? Dass du jetzt in ein gesundes Leben, ein langes Leben, ein Leben voller Selbstliebe auch in deinem Verhalten abbiegen wirst? Du merkst, dass es in dir einen Willen gibt, der stärker ist als die Flut eines Meeres. Einen Willen, der über die Grenzen des Universums hinausgeht. Einen Willen, der alles, wirklich alles erreichen kann, was du erreichen willst. Und dieser Wille wird ab sofort für dich arbeiten. Dieser Wille schenkt dir neue, schenkt dir bessere Gewohnheiten. Dieser Wille ist jede Sekunde deines Tages und auch deiner Nacht an deiner Seite. Dieser Wille passt auf dich. Dieser Wille ist ein wunderbarer Freund, der dir eine bessere Lebensperspektive schenkt. Und damit dieser Wille wachsen kann, immer weiter wachsen kann,
Hör jetzt unbedingt zu, auch wenn du schon am Einschlafen bist oder etwas ganz anderes tust. Lass diese Meditation einfach weiterlaufen. Denn diese Affirmationen erreichen dein Unbewusstes, die erreichen dein Unbewusstes auf jeden Fall. Und sie machen deinen Willen stärker, immer stärker. Du wirst staunen, wie leicht es dir fällt, die neuen positiven Gewohnheiten zu leben. Du wirst staunen, wie viel neue Energie dein Leben fluten und deine Tage beglücken wird. Du wirst staunen, welche Belohnungen dir winken, weil du deinen Weg der Gesundheit, deinen Weg der positiven Gewohnheiten, weil du deinen Weg jetzt endlich gehst. Du gehst ihn ab sofort und du gehst ihn für immer. Jedes Bedürfnis, das ich habe, hat seinen Grund. Jedes Bedürfnis, das ich habe, ist gut. Mein Körper weiß genau, was gut für ihn ist. Mein Geist weiß genau, was gut für ihn ist. Und ich bin der Boss meiner Bedürfnisse. Ich entscheide selbst, wie ich meine Bedürfnisse befriedige. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich weiß genau, was meiner Gesundheit dient. Ich weiß genau, was mir auf lange Frist gute Gefühle macht. Ich weiß genau, was richtig für mich ist. Und jedes Mal, wenn das Bedürfnis wieder anklopft, fälle ich eine bewusste Entscheidung. Jedes Mal entscheide ich mich, das zu tun, was mein Leben verbessert. Jedes Mal entscheide ich mich, das zu tun, was meine Gesundheit verbessert. Denn ich bin der erste Anwalt meiner Interessen. Denn ich trete für mein langfristiges Wohlbefinden ein. Denn ich will mich wohlfühlen mit meinen Entscheidungen. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich trete ein für meine Gesundheit. Denn ich will lange und gesund leben. Ich trete ein für alles, was mich stärker macht. Und es macht mich stark, dass ich bewusst entscheide. Es macht mich stark, dass ich über den Tellerrand blicke. Es macht mich stark, dass ich achtsam mit mir umgehe. Es macht mich stark,
dass ich jedes Bedürfnis sofort bemerke. Ich bin achtsam. Ich gehe respektvoll mit mir um. Ich bin ein guter Freund meiner selbst. Ich bin gern mit mir zusammen. Ich bin bei mir selbst in guten Händen. Ich bin ein Mensch, der mentale Stärke besitzt. Ich bin ein Mensch, dessen Wille jede Mauer sprengt. Ich bin ein Mensch, der sein eigenes Verhalten steuert. Ich bin der Kapitän auf dem Dampfer meines Lebens. Und ich entscheide mich immer für den besten Kurs. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich bin zufrieden. Ich bin ausgeglichen. Ich bin glücklich. Ich bin ein Teil dieser wunderbaren Erde. Ich bin so stark wie die Flut, die jeder Ebbe folgt. Ich bin so tief mit der Erde verwurzelt wie der älteste Baum. Meine Gedanken fliegen so hoch wie ein Adler im Himmel. Ich kann die Sonne nur sehen, weil ihr Licht auch aus mir scheint. Alles, was auf der Welt ist, ist auch in mir. Ich bin willensstark. Ich bin Naturgewalt. Ich bin natürlich. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich bin klug. Ich bin wach. Ich bin voller Leben. Ich gehe achtsam mit meinem Leben um, denn ich sehe mein Leben als Geschenk und ich bin in der Lage, dieses Geschenk zu genießen. Ich tue genau das, was mein Leben noch schöner macht. Ich sorge dafür, dass ich ein guter Freund meiner selbst bin. Ich mag mich, so wie ich gerade bin. Ich sorge dafür, dass ich ein guter Freund meiner nahen Menschen bin. Sie mögen mich, wie ich gerade bin. Ich sorge für mich selbst, wie eine Mutter für ihr kleines Kind sorgt. Ich bin voll der Rücksicht und voll der Selbstliebe. Ich mag meinen Anblick im Spiegel. Ich achte auf mein Leben. Ich bin voll der Selbstachtung. Ich denke gut über mich. Ich achte auf meine Gesundheit. Ich tue alles, um meine Gesundheit und mein Glück zu erhalten. Denn ich weiß, was gut für mich ist. Ich befriedige meine Bedürfnisse so,
dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Gesundheit. Ich liebe es, frische Luft einzuatmen. Ich fülle meine Lungen mit purer Energie. Ich genieße meinen frischen Atem. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt. Ich atme jeden Tag freier. Ich bewege mich jeden Tag leichter. Ich lebe jeden Tag noch gesünder. Und alles, was ich einatme, ist frische Luft. Diese frische Luft tut meinem Körper so richtig gut. Diese frische Luft gibt mir alles, was ich brauche. Diese frische Luft füllt mich mit frischem Leben. Ich liebe es, das Leben einzuatmen. Ich liebe es, diese Frische einzuatmen. Ich liebe es, mit jedem Tag fitter und gesünder zu werden. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mein Leben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe meine Lieben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mich selbst. Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Gesundheit. Ich liebe es, frische Luft einzuatmen. Ich fülle meine Lungen mit purer Energie. Was ich einatme, ist frische Luft. Diese frische Luft gibt mir alles, was ich brauche.
versorgt mich mit Gesundheit. Diese frische Luft füllt mich mit frischem Leben. Ich liebe es, das Leben einzuatmen. Ich liebe es, die Frische einzuatmen. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mein Leben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mein Leben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mich selbst. Jedes Bedürfnis, das ich habe, hat seinen Grund. Jedes Bedürfnis, das ich habe, ist gut. Mein Körper weiß genau, was gut für ihn ist. Mein Geist weiß genau, was gut für ihn ist. Und ich bin der Boss meiner Bedürfnisse. Ich entscheide selbst, wie ich meine Bedürfnisse befriedige. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich weiß genau, was meiner Gesundheit dient. Ich weiß genau, was mir auf lange Frist gute Gefühle macht. Ich weiß genau, was richtig für mich ist. Und jedes Mal, wenn das Bedürfnis wieder anklopft, fälle ich eine bewusste Entscheidung. Jedes Mal entscheide ich mich, das zu tun, was mein Leben verbessert. Jedes Mal entscheide ich mich, das zu tun, was meine Gesundheit verbessert. Denn ich bin der erste Anwalt meiner Interessen. Denn ich trete für mein langfristiges Wohlbefinden ein. Denn ich will mich wohlfühlen mit meinen Entscheidungen. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich trete ein für meine Gesundheit, denn ich will lange und gesund leben. Ich trete ein für alles, was mich stärker macht. Und es macht mich stark, dass ich bewusst entscheide. Es macht mich stark, dass ich über den Tellerrand blicke. Es macht mich stark, dass ich achtsam mit mir umgehe. Es macht mich stark, dass ich jedes Bedürfnis sofort bemerke. Ich bin achtsam. Ich gehe respektvoll mit mir um. Ich bin ein guter Freund meiner selbst.
Ich bin gern mit mir zusammen. Ich bin bei mir selbst in guten Händen. Ich bin ein Mensch, der mentale Stärke besitzt. Ich bin ein Mensch, dessen Wille jede Mauer sprengt. Ich bin ein Mensch, der sein eigenes Verhalten steuert. Ich bin der Kapitän auf dem Dampfer meines Lebens. Und ich entscheide mich immer für den besten Kurs. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich bin zufrieden. Ich bin ausgeglichen. Ich bin glücklich. Ich bin ein Teil dieser wunderbaren Erde. Ich bin so stark wie die Flut, die jeder Ebbe folgt. Ich bin so tief mit der Erde verwurzelt wie der älteste Baum. Meine Gedanken fliegen so hoch wie ein Adler im Himmel. Ich kann die Sonne nur sehen, weil ihr Licht auch aus mir scheint. Alles, was auf der Welt ist, ist auch in mir. Ich bin willensstark. Ich bin Naturgewalt. Ich bin natürlich. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich bin klug. Ich bin wach. Ich bin voller Leben. Ich gehe achtsam mit meinem Leben um, denn ich sehe mein Leben als Geschenk und ich bin in der Lage, dieses Geschenk zu genießen. Ich tue genau das, was mein Leben noch schöner macht. Ich sorge dafür, dass ich ein guter Freund meiner selbst bin. Ich mag mich, so wie ich gerade bin. Ich sorge dafür, dass ich ein guter Freund meiner nahen Menschen bin. Sie mögen mich, wie ich gerade bin. Ich sorge für mich selbst, wie eine Mutter für ihr kleines Kind sorgt. Ich bin voll der Rücksicht und voll der Selbstliebe. Ich mag meinen Anblick im Spiegel. Ich achte auf mein Leben. Ich bin voll der Selbstachtung. Ich denke gut über mich. Ich achte auf meine Gesundheit. Ich tue alles, um meine Gesundheit und mein Glück zu erhalten. Denn ich weiß, was gut für mich ist. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt.
Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Gesundheit. Ich liebe es, frische Luft einzuatmen. Ich fülle meine Lungen mit purer Energie. Ich genieße meinen frischen Atem. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt. Ich atme jeden Tag freier. Ich bewege mich jeden Tag leichter. Ich lebe jeden Tag noch gesünder. Und alles, was ich einatme, ist frische Luft. Diese frische Luft tut meinem Körper so richtig gut. Diese frische Luft gibt mir alles, was ich brauche. Diese frische Luft füllt mich mit frischem Leben. Ich liebe es, das Leben einzuatmen. Ich liebe es, diese Frische einzuatmen. Ich liebe es, mit jedem Tag fitter und gesünder zu werden. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt. Denn ich liebe mein Leben. Ich tue das, was meine Gesundheit nützt, denn ich liebe meine Lieben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mich selbst. Einzuatmen. Ich tue das, was meine
jedes Bedürfnis, das ich habe, hat seinen Grund. Jedes Bedürfnis, das ich habe, ist gut. Mein Körper weiß genau, was gut für ihn ist. Mein Geist weiß genau, was gut für ihn ist. Und ich bin der Boss meiner Bedürfnisse. Ich entscheide selbst, wie ich meine Bedürfnisse befriedige. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich weiß genau, was meiner Gesundheit dient. Ich weiß genau, was mir auf lange Frist gute Gefühle macht. Ich weiß genau, was richtig für mich ist. Und jedes Mal, wenn das Bedürfnis wieder anklopft, fälle ich eine bewusste Entscheidung. Jedes Mal entscheide ich mich, das zu tun, was mein Leben verbessert. Jedes Mal entscheide ich mich, das zu tun, was meine Gesundheit verbessert. Denn ich bin der erste Anwalt meiner Interessen. Denn ich trete für mein langfristiges Wohlbefinden ein. Denn ich will mich wohlfühlen mit meinen Entscheidungen. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich trete ein für meine Gesundheit, denn ich will lange und gesund leben. Ich trete ein für alles, was mich stärker macht. Und es macht mich stark, dass ich bewusst entscheide. Es macht mich stark, dass ich über den Tellerrand blicke. Es macht mich stark, dass ich achtsam mit mir umgehe. Es macht mich stark, dass ich jedes Bedürfnis sofort bemerke. Ich bin achtsam. Ich gehe respektvoll mit mir um. Ich bin ein guter Freund meiner selbst. Ich bin gern mit mir zusammen. Ich bin bei mir selbst in guten Händen. Ich bin ein Mensch, der mentale Stärke besitzt. Ich bin ein Mensch, dessen Wille jede Mauer sprengt. Ich bin ein Mensch, der sein eigenes Verhalten steuert. Ich bin der Kapitän auf dem Dampfer meines Lebens. Und ich entscheide mich immer für den besten Kurs. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich bin zufrieden. Ich bin ausgeglichen. Ich bin glücklich. Ich bin ein Teil dieser wunderbaren Erde.
Ich bin so stark wie die Flut, die jeder Ebbe folgt. Ich bin so tief mit der Erde verwurzelt wie der älteste Baum. Meine Gedanken fliegen so hoch wie ein Adler im Himmel. Ich kann die Sonne nur sehen, weil ihr Licht auch aus mir scheint. Alles, was auf der Welt ist, ist auch in mir. Ich bin willensstark. Ich bin Naturgewalt. Ich bin natürlich. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich bin klug. Ich bin wach. Ich bin voller Leben. Ich gehe achtsam mit meinem Leben um, denn ich sehe mein Leben als Geschenk. Und ich bin in der Lage, dieses Geschenk zu genießen. Ich tue genau das, was mein Leben noch schöner macht. Ich sorge dafür, dass ich ein guter Freund meiner selbst bin. Ich mag mich, so wie ich gerade bin. Ich sorge dafür, dass ich ein guter Freund meiner nahen Menschen bin. Sie mögen mich, wie ich gerade bin. Ich sorge für mich selbst, wie eine Mutter für ihr kleines Kind sorgt. Ich bin voll der Rücksicht und voll der Selbstliebe. Ich mag meinen Anblick im Spiegel. Ich achte auf mein Leben. Ich bin voll der Selbstachtung. Ich denke gut über mich. Ich achte auf meine Gesundheit. Ich tue alles, um meine Gesundheit und mein Glück zu erhalten. Denn ich weiß, was gut für mich ist. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Gesundheit. Ich liebe es, frische Luft einzuatmen. Ich fülle meine Lungen mit purer Energie. Ich genieße meinen frischen Atem. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt. Ich atme jeden Tag freier. Ich
Ich bewege mich jeden Tag leichter. Ich lebe jeden Tag noch gesünder. Und alles, was ich einatme, ist frische Luft. Diese frische Luft tut meinem Körper so richtig gut. Diese frische Luft gibt mir alles, was ich brauche. Diese frische Luft füllt mich mit frischem Leben. Ich liebe es, das Leben einzuatmen. Ich liebe es, diese Frische einzuatmen. Ich liebe es, mit jedem Tag fitter und gesünder zu werden. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mein Leben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe meine Lieben. Ich tue das, was meiner Gesundheit nützt, denn ich liebe mich selbst. Ich liebe mein Leben. Ich liebe meine Gesundheit. Ich liebe es, frische Luft einzuatmen. Ich fühle meine Lungen. Jedes Bedürfnis, das ich habe, hat seinen Grund. Jedes Bedürfnis, das ich habe, ist gut.
Mein Körper weiß genau, was gut für ihn ist. Mein Geist weiß genau, was gut für ihn ist. Und ich bin der Boss meiner Bedürfnisse. Ich entscheide selbst, wie ich meine Bedürfnisse befriedige. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich weiß genau, was meiner Gesundheit dient. Ich weiß genau, was mir auf lange Frist gute Gefühle macht. Ich weiß genau, was richtig für mich ist. Und jedes Mal, wenn das Bedürfnis wieder anklopft, fälle ich eine bewusste Entscheidung. Jedes Mal entscheide ich mich, das zu tun, was mein Leben verbessert. Jedes Mal entscheide ich mich, das zu tun, was meine Gesundheit verbessert. Denn ich bin der erste Anwalt meiner Interessen. Denn ich trete für mein langfristiges Wohlbefinden ein. Denn ich will mich wohlfühlen mit meinen Entscheidungen. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich trete ein für meine Gesundheit, denn ich will lange und gesund leben. Ich trete ein für alles, was mich stärker macht. Und es macht mich stark, dass ich bewusst entscheide. Es macht mich stark, dass ich über den Tellerrand blicke. Es macht mich stark, dass ich achtsam mit mir umgehe. Es macht mich stark, dass ich jedes Bedürfnis sofort bemerke. Ich bin achtsam. Ich gehe respektvoll mit mir um. Ich bin ein guter Freund meiner selbst. Ich bin gern mit mir zusammen. Ich bin bei mir selbst in guten Händen. Ich bin ein Mensch, der mentale Stärke besitzt. Ich bin ein Mensch, dessen Wille jede Mauer sprengt. Ich bin ein Mensch, der sein eigenes Verhalten steuert. Ich bin der Kapitän auf dem Dampfer meines Lebens und ich entscheide mich immer für den besten Kurs. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich bin zufrieden. Ich bin ausgeglichen. Ich bin glücklich. Ich bin ein Teil dieser wunderbaren Erde. Ich bin so stark wie die Flut, die jeder Ebbe folgt. Ich bin so tief mit der Erde verwurzelt wie der älteste Baum.
Meine Gedanken fliegen so hoch wie ein Adler im Himmel. Ich kann die Sonne nur sehen, weil ihr Licht auch aus mir scheint. Alles, was auf der Welt ist, ist auch in mir. Ich bin willensstark. Ich bin Naturgewalt. Ich bin natürlich. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass ich mit meiner Entscheidung zufrieden bin. Ich bin klug. Ich bin wach. Ich bin voller Leben. Ich gehe achtsam mit meinem Leben um, denn ich sehe mein Leben als Geschenk. Und ich bin in der Lage, dieses Geschenk zu genießen. Ich tue genau das, was mein Leben noch schöner macht. Ich sorge dafür, dass ich ein guter Freund meiner selbst bin. Ich mag mich, so wie ich gerade bin. Ich sorge dafür, dass ich ein guter Freund meiner nahen Menschen bin. Sie mögen mich, wie ich gerade bin. Ich sorge für mich selbst, wie eine Mutter für ihr kleines Kind sorgt. Ich bin voll der Rücksicht und voll der Selbstliebe. Ich mag meinen Anblick im Spiegel. Ich achte auf mein Leben. Ich bin voll der Selbstachtung. Ich denke gut über mich. Ich achte auf meine Gesundheit. Ich tue alles, um meine Gesundheit und mein Glück zu erhalten. Denn ich weiß, was gut für mich ist. Ich befriedige meine Bedürfnisse so, dass es mir tiefen Frieden schenkt.